Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Vita Cola Basketball Blog. Wir sind wieder in Chemnitz. Die Niners haben gespielt gegen den Tabellenführer aus Vechta. Leider verloren. Dennoch gab es nach dem Spiel Standing Ovations von den Fans. Philipp, das Verlieren macht deswegen nicht mehr Spaß, aber ist trotzdem eine schöne Atmosphäre gewesen hier, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Atmosphäre ist immer schön hier. Die Fans haben heute ein sehr, sehr kämpferisches Spiel gesehen, leider unglücklich verloren. Ich würde sagen, an den Fans lag es natürlich nicht. Wir hatten tollen Support, wie immer. Und wir hätten zu gerne gewonnen, das hat man den Spielern natürlich auch angesehen. Leider hat es am Ende nicht gereicht. John Bynum war heute in Foul Trouble, deswegen hast du relativ viel gespielt. Du hattest als Gegenspieler den bisherigen inoffiziellen, kann man sagen, MVP der Liga, Richard Williams. Hast dich aber ganz gut geschlagen, wie ich finde. Wie war es, gegen ihn zu spielen? Ich kannte ihn ja schon vom Spiel in Vechta. Und ja, er ist auf jeden Fall ein guter Spieler, ein kompletter Spieler. Ist unglaublich schnell, kann werfen, bezieht auch seine Leute mit ein. Es war ein hartes Duell, würde ich sagen. Aber klar, natürlich war ich darauf vorbereitet und habe ihm auch meinen Kopf dazu gemacht. Ja, ich habe gehofft, ich habe ihn so bei so wenig wie Möglichkeiten gehalten. 90 Sekunden vor Schluss führt ihr mit 6 Punkten. Die Halle stand Kopf, es gab einen Dank von Robert Cardenas und eigentlich war das Momentum voll auf unserer Seite. Und dann fängt an, Vechta die Dreier zu treffen. War das einfach individuelle Klasse oder habt ihr da Fehler gemacht oder wie würdest du das sehen? Also so wie die Dreier am Ende ausgesehen haben, war es schon individuelle Klasse. Nichtsdestotrotz wissen wir, was sie für Werfer haben und müssen einfach zusehen, dass sowas nicht normal passiert. Es sind 90 Sekunden. In diesen Sekunden geht es darum, das Spiel nach Hause zu bringen, konzentriert zu bleiben. Klar, die Treffer, die geschossen worden sind, die Dreier, die waren extrem. Und ja, man muss es beim nächsten Mal einfach noch mehr wollen und noch mehr versuchen und dann das Beste hoffen, dass diese Dreier das nächste Mal nicht fallen. Gut, auch wenn Vechta ein Aufsteiger war, sind immerhin Tabellenführer. Will nicht sagen, kann man verlieren, aber musste man fast damit rechnen. Vielleicht, auch wenn Chemnitz zu Hause in der Macht ist. Jetzt geht's auswärts nach Griesheim. Letztes Jahr gab es da ein ganz verrücktes Spiel. Da sind Gary Johnson und Jorge Schmidt und weiß nicht wer alles sind da ausgerastet, kann man sagen. Jetzt geht's wieder dahin. Griesheim hat ein bisschen Probleme zurzeit. Gibt es da einen Sieg für die Niners? Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, unsere Auswärtsspiele sind jetzt nicht unsere Stärke. Aber wir müssen daran arbeiten. Wir müssen jedes Mal bei den Auswärtsspielen wieder aufs Neue angreifen und hundertprozentig fokussiert sein. Und natürlich fahren wir nach Griesheim, um zu gewinnen. Klar, wir fahren nach Griesheim, um zu gewinnen. Wir drücken die Daumen, dass es klappt. Bis zum nächsten Mal.